Unsere Politik führt uns in einen weiteren, völlig überflüssigen Krieg hinein. Und das gilt sowohl für die deutsche Politik als auch für die europäische. Ihr hattet ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Großbritannien und die USA neuerdings Luftangriffe auf die im Jemen herrschenden Houthi-Milizen bzw. Ansar Allah, wie sie eigentlich heißen, geflogen haben. Und in Washington, da plant man ziemlich Besorgniserregendes. Der Journalist Nikita Gerasimov schreibt: Dennoch plant Washington laut der Washington Post mit Verweis auf Quellen im Weißen Haus eine lang andauernde Militäroperation. Das Ziel sei es, die militärischen Möglichkeiten der Houthis so weit wie möglich zu schwächen. Was konkret der Unterschied zu den ersten 10 Tagen der Bombardements sein soll, bleibt unklar. Es wird offen zugegeben, dass die ersten Luftangriffe nichts grundlegend bewirkt und die Houthis nicht geschwächt haben. Eine Bodenoperation soll es definitiv nicht geben. Und das ist auch völlig logisch. Also Saudi-Arabien führt seit 2015 eine Bodenoperation und eine Blockade des Jemens durch. Also Saudi-Arabien bombardiert auch andauernd zivile Ziele und versucht, die landwirtschaftliche Produktion im Jemen zum Erliegen zu bringen, um den Jemen eben abhängig von ausländischen Nahrungsmittelhilfen zu machen und so die Houthis zu schwächen, denn diese Nahrungsmittelhilfen, die werden schließlich von Saudi-Arabien koordiniert. Bilanz des sehr brutalen saudischen Vorgehens, mittlerweile rund 400.000 Tote. Naja, aber Großbritannien und die USA, die haben jetzt gedacht, gießen wir noch mal ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Die Houthis hatten sie jetzt nämlich Israel den Krieg erklärt, wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen. Da könnte man als Partei, die an diesem Konflikt bisher noch nicht direkt beteiligt ist, natürlich sagen, okay, wir verhandeln jetzt erstmal, wir wirken mäßigend auf Israel und auf die Houthis ein und versuchen dort, einen Frieden zu vermitteln. Jetzt kann man aber auch sagen, Mensch, gießen wir noch weiteres Öl ins Feuer und schicken einfach unsere Bomber. Und genau das haben die US-Regierung und die britische Regierung gemacht. Ja, aber nicht nur in Großbritannien und den USA sind ziemlich bellizistische Kräfte an der Macht. Nein, das ist, wie ich anfangs schon angedeutet hatte, auch in Europa der Fall. Unterdessen erklärten auch EU-Staaten den baldigen Beginn eines Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer. Die Operation soll wohl im kommenden Monat, also im Februar, beginnen und vor allem Luftaufklärung und Logistik bereitstellen. Sprich, wir lassen uns in einen völlig überflüssigen Krieg hineinziehen. Das ist eine Angelegenheit zwischen den Houthis und zwischen Israel. Da brauchen wir Europäer uns nicht dran zu beteiligen. Es ist völlig irre, hier auf Kriegstreiberei statt auf Diplomatie zu setzen. Also ihr habt ja oben gelesen, dass die USA ausdrücklich keine Bodenoperation planen, weil die saudische Bodenoperation seit 2015 katastrophal gescheitert sind. 80% der jemenitischen Bevölkerung befinden sich unter Kontrolle der Houthis. Es steht überhaupt nicht zu erwarten, dass Saudi-Arabien irgendeinen Erfolg mit seiner Militäroperation haben wird. Ganz im Gegenteil, wenn es im Jemen jemals wieder eine geeinte Regierung geben sollte, beziehungsweise wenn der Südjemen sich abspaltet und es im Rest des Jemens wieder eine geeinte Regierung geben sollte, das kann natürlich auch passieren, weil es dort separatistische Milizen mit Verbindung zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Andere Geschichte, die Details des Jemenkriegs können wir uns vielleicht mal wann anders kümmern. Na, egal was passiert, die Houthis werden an der Nachkriegsregierung sehr wahrscheinlich beteiligt werden müssen. Oder man wird sie auf jeden Fall bewaffnet lassen müssen und sie tolerieren. So wie man das beispielsweise mit der Hisbollah im Libanon gemacht hat. Denn sonst kann der Jemen zu keinem Frieden finden. Also eine Gruppe, die 80% der jemenitischen Bevölkerung beherrscht und wo wirklich mittlerweile 8 Jahre brutalster, fast 9 Jahre mittlerweile, brutalster saudischer Kriegsführung, 400.000 Todesopfer nicht dazu geführt haben, dass diese Gruppe nennenswert zurückgedrängt wurde. Da ist absolut realitätsfern anzunehmen, westliche Bombardements könnten irgendwas an der Macht der Houthis ändern. Naja, aber unsere Herrschenden wollen Krieg. Wahrscheinlich sind die Profite von Rheinmetall in den nächsten Jahren nicht schon genug im Steigen begriffen. Deswegen braucht es noch mehr Krieg, noch mehr Zerstörung. Und vielleicht will man hier auch noch eine weitere Front gegen den Iran aufmachen. Man denkt ja wahrscheinlich, okay, bevor es im Jemen zu einem Frieden kommt und der Iran damit indirekt über die Houthis Einfluss nehmen kann, wie das beispielsweise im Libanon mit der Hisbollah der Fall ist, ja, setzen wir auf Krieg und sorgen dafür, dass dieser Krieg im Jemen so lange wie irgend möglich weitergeht. Und wir weiten ihn vielleicht noch aus und eröffnen eine Front gegen den Iran. Also das sind ja Planungen, die in westlichen Hauptstädten definitiv stattfinden. Offiziell heißt es, dass europäische Kriegsschiffe und Flugzeuge sich nicht an den US-Angriffen gegen Houthi-Stellungen beteiligen sollen. Stattdessen sollen sie nur zum Schutz von Frachtschiffen in der Region agieren. Diese Angaben sind wohlgemerkt äußerst umstritten. Naja, wenn da Kriegsschiffe vor der jemenitischen Küste patrouillieren und Handelsschiffe, die entweder aus Großbritannien oder den USA kommen,
beschützen, dann werden diese Schiffe selbstverständlich Angriffsziel der Houthis sein. Also da braucht man sich nichts vormachen. In jedem Fall dürfte Deutschland bei dieser EU-Koalition vorne mit dabei sein. Noch vor der offiziellen Ankündigung sickerten Berichte durch, wonach Deutschland die Hessen in die Region schickt. Primär sei das Schiff durch ihre Raketenabwehrsysteme für den Einsatz wertvoll. Und das ist völlig irre. Deutschland beteiligt sich an einem Krieg, der nicht in unserem Interesse ist. Also der deutsche Handel mit den USA, der geht über den Atlantik. Also deutsche Handelsschiffe sind davon nicht betroffen. Der deutsche Handel mit Großbritannien geht über die Nordsee. Deutsche Handelsschiffe sind davon nicht betroffen. Der deutsche Handel mit Israel geht übers Mittelmeer. So, das ist kein, davon sind Handelsschiffe betroffen, die vielleicht aus Ostasien nach Israel wollen oder von Ostasien nach Großbritannien. Davon sind aber keine Handelsschiffe betroffen, die von Deutschland zu einem dieser drei Staaten wollen. Also hier jetzt zu sagen, wir müssen das für uns machen, damit wir irgendwie besser Handel treiben können. Völliger Quatsch. Also wie gesagt, die drei Staaten, mit denen die Houthis sich jetzt de facto im Krieg befinden, Großbritannien, USA und Israel, mit diesen drei Ländern können wir Handel treiben, ohne dass wir auf Transporte durch das Rote Meer angewiesen werden. Also diese, also ich halte es sowieso falsch, aus wirtschaftlichen Interessen Krieg zu führen. Und das verstößt nebenbei bemerkt auch gegen das Grundgesetz. Das ist dann nämlich gar nicht vorgesehen, dass wir aus wirtschaftlichen Interessen Krieg führen sollen. Aber gehen wir mal von diesen moralischen bzw. rechtlichen Faktoren, sehen wir mal davon ab. Also selbst wenn man jetzt mit wir brauchen diesen Handel argumentieren würde, selbst dann, ja, können wir deutschen Handel treiben ohne, also mit diesen Ländern, ohne dass unsere Schiffe dadurch Rote Meer fahren müssten. Ein Blick auf die Weltschiffe, auf die Weltkarte genügt. Es geht auch um Handelsschiffe von und nach Asien. Ja, Handelsschiffe mit einem Bezug zu Israel, den USA oder Großbritannien. Also wie gesagt, die USA und Großbritannien, die haben sich in diese Lage jetzt selber dadurch reinmanövriert. Aber wenn wir Europäer da jetzt Militär hinschicken, dann machen wir unsere Handelsschiffe auch zu Angriffszielen. Also jetzt, ich sage jetzt nicht zu legitimen Angriffszielen, also natürlich nicht. Also ist natürlich illegal, zivile Schiffe anzugreifen. Aber aus Sicht der Houthis sind es dann Angriffsziele. Prüfen die vorher, wen sie beschießen? Laut Angaben der Houthis haben sie bisher nur Schiffe mit einer Verbindung nach Israel beschossen. Jetzt sehen sie auch britische und amerikanische Schiffe als Ziele. Wie gesagt, das ist natürlich illegal. Ich will jetzt hier, darauf sollte man natürlich hinweisen, dass die Houthis, dass es nicht legal ist, zivile Schiffe zu beschießen. Aber den Houthis ist das relativ egal, was legal ist. Also es ist jetzt aus das, was Großbritannien und die USA da machen, also dass einfach so jemenitische Staatsgebiet bombardieren, das ist nicht legal. Verstößt übrigens auch gegen die US-amerikanische Verfassung. Der US-Präsident darf nämlich von sich aus gar nicht solche Angriffe befehlen. Der hätte sich erst die Zustimmung des Kongresses holen müssen. Aber die US-Verfassung, die wird ja sowieso häufig etwas kreativ interpretiert. Ist eine andere Geschichte. Also wenn man sich an rechtliche Normen wird sich häufig gehalten, häufig aber auch nicht. Also, aber das sind wir ja schon gewohnt. Und die saudische Kriegsführung, die da in Jemen stattfindet, die ist ja auch nicht mit dem Völkerrecht zu vereinbaren. Also du darfst nicht ein Land mit von Nahrungsmittelimporten abhängig machen, indem du die landwirtschaftliche Produktion dort zerstörst und dadurch hunderttausende Zivilisten umbringen. Also das ist auch illegal, was Saudi-Arabien da macht. Naja, und wo wir schon bei illegal sind, die Houthis haben ja Israel den Krieg erklärt, weil Israel sich im Gazastreifen nicht an internationales Recht hält. Also erstmal ist Israel in den Gazastreifen einmarschiert. Der Gazastreifen, das ist fremdes Staatsgebiet, da hat Israel sowieso erstmal nichts verloren. Und ja, zum anderen ist Israels Kriegsführung so brutal, dass mittlerweile schon der internationale Gerichtshof gesagt hat, Israel muss Maßnahmen ergreifen, um einen Genozid zu verhindern. Also in der Kategorie bewegen wir uns mittlerweile schon. Wie gesagt, Staaten halten sich sehr häufig nicht ans internationale Recht und da jetzt gut und böse auszumachen, halte ich für eine völlig falsche Strategie, sondern wir sollten eher gucken, wie können wir die Interessen in Einklang bringen, wie können wir einen Frieden vermitteln. Aber das ist von unserer aktuellen Politik, wie ihr gerade gesehen habt, nicht gewollt. Man setzt lieber auf Kriegs- und Eskalation. Deutschland schickt ein erstes Kriegsschiff. Ja, soll man dazu sagen, die Welt wird immer gewaltvoller und die deutsche Regierung zündet überall, wo sie kann, nur kräftig mit.